Hallo, mein lieber Fisch. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu deiner Legung für den September 2024 oder wann immer du diese Legung findest. Ich habe wieder ein großes Blatt mit den Lennys ausgelegt und wir schauen uns das Ganze in vielen Einzelheiten an. Ich versuche dir ganz viele Details rauszulesen. Anschließend gibt es eine Erweiterung, die findest du, den Link dazu findest du unten in der Infobox. Da kannst du gerne draufklicken und du wirst weitergeleitet. Da steht alles drin, was du brauchst. Ich werde in dieser Erweiterung entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten. Normalerweise mache ich eine Gegenüberstellung, du und das Gegenüber. Nehme dann die Sternzeichenkarten und die Zeitkarten und schau mal, was für Informationen da rauskommen. Nehme Tarotkarten, die in der Mitte liegen. Das werde ich bei dir hier alles ein bisschen anders jetzt machen, weil, wie du siehst, ja zwei Gegenüber drin sind. Und die werden wir uns genau anschauen in der Erweiterung. Das heißt, ich werde das Kartenbild liegen lassen und die ganzen Karten quasi obendrauf legen. Dann bekommst du eine Information, was die jeweiligen Aspekte sind aus der Vergangenheit zu diesem Gegenüber und zu diesem Gegenüber, was das aktuelle Thema ist und was die Zukunft, also in der Zukunft das Thema sein wird. Wird es positiv, wird es negativ? Wir schauen uns das Ganze an. Und wir werden uns auch anschauen, was das Gegenüber dir zu sagen hat, was du dem Gegenüber zu sagen hast, was da auf einer emotionalen, gedanklichen Ebene auf jeden Fall da ist. Ja, dazu werde ich die spezielle Partnerkarten verwenden. Ja, lass dich einfach überraschen. Ich würde mich freuen, wenn du mir in die Erweiterung folgst. Und jetzt starten wir. Ich bin schon wirklich gespannt, denn mit zwei Gegenüber ist es doch gleich noch mal was anderes. Wir schauen die unterliegende Energie an. Die unterliegende Energie ist die Energie, die im Hintergrund mitschwingt, sage ich immer. Die so ein bisschen im Verborgenen ist und vielleicht nicht ganz offensichtlich, aber dennoch da, ja? Und da haben wir das Buch. Ja, das Buch steht für Lernen, Wissen, Weisheit, für ein Geheimnis. Bei mir tatsächlich auch so ein bisschen für das Unbewusste, ja? Oder für etwas, was noch nicht spruchreif ist. Und das schauen wir uns natürlich genau an. Wie gesagt, Ausbildung, Weiterbildung, sowieso auch immer mit dem Buch dabei. Leg das mal da unten hin, das hoffe ich, dass du das noch gut sehen kannst. Ja, geht so einigermaßen. Also gut, mein lieber Fisch, wir schauen uns das Ganze mal an. Du bist hier dargestellt in der weiblichen Hauptperson. Da hast du die Augen geschlossen, sage ich dir gleich, was das bedeutet, dass du diese Thematik nicht siehst. Aber dazu nachher mehr. Dein Gegenüber ist in der männlichen Hauptperson dargestellt und ihr Lieben, die ihr mir schon lange folgt, ihr wisst, dass das auch eine Frau sein kann. Jeder neue Fisch, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Spür rein, schau, ob die allgemeine Legung mit dir in Resonanz geht und dann auch gerne noch ein weiteres Sternzeichen, wenn du deinen Chart kennst. So, ihr Lieben. Genug der Vorreden. Wir fangen mal hier mit dir an. Mit der Karte dir. Du liegst hier in den Sternen. Das heißt, du hast eine gewisse Klarheit. Du hast vielleicht auch gerade so ein bisschen viele Gedanken, viele Emotionen, viele Erwartungen. Das kann mit den Sternen tatsächlich auch sein. Oder auch Ideen, die du gerade so im Kopf hast. Ich habe so den Eindruck,
dass dir ja auch einiges im Kopfzerbrechen macht, und zwar der Plan für dein weiteres Leben, für dein zukünftiges Leben, macht dir gerade so ein bisschen Kopfzerbrechen. Was ich hier allerdings auch habe, ist, ich habe zwar einmal hier liegen, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen. Und die Konstellation sagt ja immer, liegt im Haus des Fuchses. Und immer wenn der Fuchs und der Storch zusammenkommt, geht es immer so ein bisschen darum, die Richtung zu ändern. Oh, sorry, wenn ich wackel. Es ist immer so, es wäre klug, eine Veränderung herbeizuführen. Hier ist eine Veränderung tatsächlich momentan nicht herbeigeführt worden. Jedoch, der Fuchs liegt hier im Haus des Sarges. Das heißt, irgendetwas, was falsch ist, irgendein Selbstbetrug, der endet. Denn dir wird auf jeden Fall etwas klar, mein lieber Fisch. Vielleicht hast du einen Umweg eingeleitet, weil du dir nicht sicher warst, wie du es machen sollst. Vielleicht bist du zwei Schritte vor und einen Schritt zurückgegangen. Das ist das Gefühl, was ich habe hier. Oder du bist hier einfach unsicher in einer Beziehung. Also das Ganze hat mit Sicherheit hier mit einer Beziehung zu tun, mit einer Verbindung, einer Partnerschaft. Kann für den einen oder anderen auch berufliche Aspekte haben, dass du hier vielleicht dabei bist, eine berufliche Geschichte aufzulösen. Ich habe aber den Eindruck, dass es hier wirklich um Beziehungen geht, ja, Partnerschaften oder aber auch Beziehungen auf anderen Ebenen. Ihr habt ja zu mehreren Leuten eine Beziehung, ja. Zu jeder Person in deinem privaten Umfeld hast du im gewissen Sinn eine Beziehung, eine Verbindung. Und hier guckst du in das Auflösen einer solchen Verbindung und bist hier noch am Überlegen, wie das Ganze vonstatten geht. Schön ist, dass der Fuchs und der Sarg sagt mir, dass dieser Z Selbstzweifel, dieser Zwiespalt dich schon ein bisschen belastet. Auf einer Seite ist es eine Belastung, weil etwas nicht vorangeht, ja. Auf der anderen Seite bist du am Überlegen, was du verändern kannst oder was jemand verändern kann, ob eine Veränderung in der Beziehung, in der Partnerschaft auch möglich ist. Die Gedanken sind trotzdem da, hier eine Lösung zu finden. Das heißt also auch zur Not, eine Beziehung, eine Partnerschaft zu beenden. Ich habe das Schicksalskreuz und also das ist angezeigt, dass es hier erstens mal ein wichtiger Schritt auf Seelenebene ist. Aber wenn solche Sachen anstehen, dann ist es auch natürlich immer eine Herausforderung, ja. Der Fuchs liegt hier im Übrigen auch im Haus der Arbeit, im Hause der Tätigkeit. Also wenn du an etwas arbeitest, dann kann das deine Arbeit betreffen, aber ihr wisst ja, es muss nicht unbedingt die Arbeit betreffen, denn es gibt viele Themen, an denen du arbeiten kannst. Ich sage es immer gerne dazu, damit das für euch klar ist. Also bitte, wenn ich diese Sachen hier versuche zu erklären, seht es alles ein bisschen aus einer großen Perspektive, ja? Du bist hier im Zwiespalt mit einer Arbeit, du bist im Zwiespalt hier mit etwas, woran du arbeitest und möchtest eine Veränderung. Aber die beiden Füchse sagen mir, diese Veränderung ist schwierig. Diese Veränderung ist ein Transformationsprozess, mein lieber Fisch. Ganz wichtig für dich. Und es ist vollkommen normal, dass
große, wichtige Transformationen, denn das Kreuz sagt auch immer, dass da ist eine gewisse Wichtigkeit damit verbunden. Die brauchen natürlich auch ein bisschen. Das geht häufig oder sehr selten von jetzt auf gleich. Ja, also muss dann schon was Gravierendes vorfallen. Was natürlich auch Thema sein kann, denn hier ist die Sense. Und die Sense liegt hinter dir. Das heißt, es waren gewisse Ereignisse schon da, die, ja, tatsächlich liegt es auch im Haus des Herzens, die Liebeskummer ausgelöst haben, beziehungsweise gewisse Verletzungen auf Herzebene. Diese Verletzungen auf Herzebene, das kann jetzt eine Situation sein, die dich verletzt hat. Mir kommt aber gerade vom Tarot die drei der Schwerter rein. Und da ist es ja häufig etwas, was wir in Gedanken haben, dass etwas verletzend sein kann, ja, oder uns Kummer machen kann. Und mit der Sonne sehe ich hier nämlich auch eine gewisse, also die Sonne ist ja die beste Karte im ganzen Deck, ja. Wenn die Sense hier reinläuft, dann ist es auf jeden Fall ein Energieverlust. Das hat was mit der Energie zu tun. Und der Energieverlust, der kann jetzt daher kommen, dass du dir vielleicht wirklich zu viele Gedanken machst. Und also mir fallen jetzt, ich kriege drei Sachen rein. Einmal ist es dieses Gedankenkarussell, was hier zu diesem Energieverlust führen kann. Und ein Gedankenkarussell hat man immer, wenn man sich nicht entscheiden kann, wo es lang geht. Von daher wäre es immer gut, wirklich mal den Fokus drauf zu legen, auf eine Entscheidung. Das liegt hier auch. Eine Entscheidung hätte einen großen Einfluss bei einem Neubeginn, wieder in die Harmonie zu kommen. Ja? Verständlicherweise zögern wir oft diese Entscheidungen raus. Oder wie ich vorhin gesagt habe, gehen zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Einfach aus Angst. Ganz einfach aus Angst. Ja? Was nicht schlimm ist, auf der einen Seite vollkommen normal, was dir hier aber eben Kraft raubt, mein lieber Fisch. Und ich habe hier auch eine Konstellation, dass hier ein Neuanfang mit Sicherheit im Leben noch unklar ist. Und ein Neuanfang, guck mal, eine neue Firma, eine neue Selbstständigkeit. Selbstständigkeit bedeutet, ich sage es auch immer gerne nochmal dazu, nicht unbedingt, dass du dich im Beruf selbstständig machst. Selbstständigkeit bedeutet auch immer, sich von etwas unabhängig zu machen. Und mit Unabhängigkeit meine ich alles um dich herum, was dich in irgendwelche Abhängigkeiten bringt. Ja, nicht unbedingt Süchte, sondern das sind wirklich Themen gemeint auf Beziehungsebene. Vor allem, okay? Nur mal am Rand. Und ein plötzlicher Neuanfang. Also ich habe hier die Konstellation drinnen, dass du wirklich einen Neuanfang gewagt hast, der vielleicht Herzenskummer gemacht hat und dann wieder einen Schritt zurückgegangen bist. Ich habe hier auch zwei Neuanfänge drinnen. Und mit diesem Neuanfang hast du hier einen gewissen Kummer. Und dieser Kummer und der Berg, das ist immer eine Stagnation, da ist immer irgendwas im Stoppmodus wieder.
Jetzt kann es natürlich sein, dass ein Kummer, der mit einem Haus, mit einer Familie zu tun hat, dass da ein Neuanfang ist und du dir hier etwas verändern möchtest, ja? Der ein oder andere hat hier auch eine Herausforderung mit dem Thema Gesundheit. Das möchte ich aber nicht weiter näher eingehen hier auf dem Kanal. Aber man sieht schon, dass hier eine Situation ist, die eine gewisse Herausforderung darstellt. Und da machst du dir auch Gedanken und Sorgen drüber, ja? Dieses Thema mit der Gesundheit hier hat gravierende Auswirkungen auf einen Neuanfang mit dem Thema Selbstständigkeit, ja. Wie gesagt, das kann eine Firma, eine Behörde sein, das kann eine Arbeit sein, das kann aber auch hier einfach darum gehen, es sich zu trauen, einen Neuanfang zuzutrauen. Denn der Bär sagt mir schon, der Bär steht für eine einflussreiche Person. Das wissen meine Zuschauer, die mir schon lange folgen. Der Bär steht aber auch für Kraft, für Mut, für Durchsetzungswillen. Und hier sehe ich schon, dass es wirklich eine große Überwindung braucht. Ja, vielleicht ist es wirklich das Thema, die Verantwortung für deine Entscheidungen zu übernehmen. Das heißt nichts anderes, als dass auch mal eine Entscheidung in die Hose gehen kann. Ja? Nur die Wegekarte zeigt immer zwei Wege an. Und wenn man die genau betrachtet, und ich zeige sie euch dafür mal in die Kamera, beide Wege sind hell. Keiner davon ist dunkel angezeichnet. Der eine ist ein bisschen mehr grün, der andere, schaut mal genau die Brücke an, der ist ein bisschen heller. Also heißt auf Deutsch, es gibt keine schlechte Entscheidung. Die schlechteste Entscheidung ist die Entscheidung, die du nicht triffst. Okay? Denn du kannst dich jederzeit wieder umentscheiden. Natürlich gibt es dann auch gewisse Regularien, die zu beachten sind. Natürlich, ja. Und vielleicht geht es auch nicht zu schnell, eine Veränderung herbeizuführen. Aber wenn du dich darauf besinnst, den Fokus darauf hast, okay, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und dann wirst du feststellen, okay, es kann höchstens passieren, dass ich eine neue Entscheidung treffen muss und vielleicht ein paar Sachen wieder umändern, wieder neu strukturieren. Ja, okay, das kann passieren. Aber in der Regel passiert nichts Schlimmes. Und wenn du dir das bewusst machst hier, dann bist du schon einen Riesenschritt weiter. Denn die Konstellation, ne, und dann noch das Kreuz dran, das ist schon eine sehr kräftezehrende Situation. Die ist dir aktuell auch höchstwahrscheinlich nicht bewusst, denn es liegt unter dir. Und deswegen mache ich ja diese Legungen, damit dir solche Sachen dann hoffentlich vielleicht auch einfallen oder auffallen und du dann bewusste Entscheidungen treffen kannst, um in die Veränderung zu gehen. Und mit diesen bewussten Entscheidungen ist es tatsächlich oft so, dass wir manchmal in etwas Neues reinstolpern und gar nicht wissen, wo wir hingehen. Das ist so die Energie vom Narr, vom Tarot. Und häufig eröffnen sich dann aber die Wege, ja?
Du machst einen Schritt und ich habe hier eben keinen Schritt liegen. Oder du machst einen plötzlichen Schritt in die richtige Richtung und dann kommt hier dein Konflikt wieder, dein Zwiespalt in dir, ob du das Richtige tust oder das kann man nicht tun, weil solche Sachen, ja, und dann gehst du wieder einen Schritt zurück. Also irgendeine wichtige, wir haben hier eine Lebensentscheidung, eine Entscheidung, die langfristig etwas Positives bringen soll für dich. Die liegt hier liegen und es ist auch eine schicksalshafte Entscheidung. Also in der Kombination habe ich es tatsächlich, glaube ich, auch sehr selten, dass tatsächlich das angezeigt ist, hier sind wichtige, richtig wichtige Entscheidungen zu treffen. Richtig wichtige Entscheidungen haben, aber ich habe es schon mal gesagt, ich sage es gerne nochmal, den, wie sagt man, Beigeschmack, ja, dass es einfach auch ein bisschen länger dauert und dass es tatsächlich kräftezehrend ist. Okay, meine Liebe, wir schauen das Ganze mal aus der Sicht deines Gegenübers an. Dein Gegenüber liegt hier im Haus der Blumen, scheint sehr freundlich zu sein, hat hier den Fokus eher auf die Zukunft. Er schaut in die Zukunft rein und ich habe den Eindruck, er hat noch ein bisschen mehr unter sich liegen, dass er sich über gewisse Dinge nicht im Klaren ist. Denn der Fuchs liegt hier. Ich habe den Eindruck, er sieht etwas als abgewendet, ein Thema, ja. Vielleicht hat er hier auch eine Beziehung beendet und oder einen Vertrag beendet und sieht das Ganze als abgehakt. Und er hat hier irgendwas abgewendet, kommt mir auch gerade rein. Was mit einer Beziehungsauflösung, mit einer Vertragsauflösung zu tun hat. Der, auch interessant, der Ring steht auch für ein Versprechen. Ein Schick, also das kann tatsächlich eine karmische Verstrickung gewesen sein oder gerade tatsächlich sein. Und die hat sich jetzt aber erfüllt. Erledigt, erübrigt. Gerade auch mit den Engelsflügeln hier dran, finde ich das sehr, sehr spannend. Und da auf Seelenebene. Also ich habe den Eindruck, dass ihr zwei hier auf Seelenebene eine Abmachung hattet. Und diese Abmachung ist ja abgearbeitet oder also kann aufgelöst werden. Und die Engelsflügel sagen hier, das Ganze ist auch wertvoll, das Ganze ist gut, wenn das hier in die Auflösung geht zwischen euch zwei. Wie gesagt, wir schauen uns dieses Thema in der Erweiterung noch genauer an. Da bin ich echt gespannt, was da noch für Informationen kommen. Weil es ist hier mit der Sense im Haus des Herzens, da ist einfach jetzt eine Grenze auch erreicht, finde ich, wo es vielleicht auch nur noch weh tut. Und da sollte man, ja, ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan, ne? Die Reißlinie ziehen, die Reißleine, die Reißlinie, die Reißleine ziehen. Okay, meine lieben Fische, es ist sehr, sehr umfangreich. Ich gehe jetzt mal mehr so in die Richtung. Und schau mir mal die Konstellation an. Hier liegst du mit geschlossenen Augen im Haus der Sonne. Das heißt, irgendetwas ist dir nicht bewusst, irgendetwas ist dir nicht klar. Ein Erfolg ist dir vielleicht nicht klar, denn die Sonne steht tatsächlich auch für den Erfolg. Und der Konstellation, wie gesagt, es ist dir nicht klar, dass dir etwas Energie raubt. Ja? Ein tiefer Seelen-Herzenskummer, ein Herzschmerz ist dir
nicht klar oder nicht bewusst. Wir schauen uns mal an, was hier weitergeht. Das Haus steht für die Familie. Du hast, ah ja, okay. Da ist ein Thema mit dem Vater zum Beispiel. Also das ist nur eine Möglichkeit von vielen. Ein Vaterthema kann hier tatsächlich sein, was hier langfristig bearbeitet gehört. Ja, eine Veränderung, die lange braucht, ist ja hier ebenso angezeigt, um etwas Falsches wieder aufzulösen. Diese Veränderung, die lange braucht, das ist aber etwas, was zum einen mit Gegebenheiten im Außen zu tun hat, aber auch eben mit diesem Thema, dass es ein Prozess ist, bis etwas gelöst wird, bis man in der Verfassung ist, etwas loszulassen, sage ich mal. Ich weiß, das ist wieder das Wort, was keiner mag. Aber es ist so, es liegt nämlich hier auch da mit der Hand. Ne? Die Hand sagt ja immer, es sind 3 bis 5 Dinge anzuschauen, loszulassen. Das eine oder andere, wenn es gut ist, kann natürlich auch festgehalten werden. Aber meistens ist das tatsächlich die Loslasskarte. Ne? Und da geht es um Schuldgefühle, um Verantwortlichkeiten. Verantwortlichkeiten, die auf familiärer Ebene Thema sind, da darf hier ein Ende ist das Thema. Irgendwas endet mit einem Haus in einer Familie. Ich habe fast den Eindruck, dass das ein richtig neuer Lebensabschnitt ist, der da ansteht, der sehr, der großen Einfluss hat, ja? Der Einfluss hier auf die Entscheidungen generell haben, sowohl bei dir als auch bei deinem Gegenüber, auf jeden Fall mit dem Thema Familie zu tun. Die Konstellation sagt mir auch, dass es tatsächlich etwas mit den Ahnen zu tun hat. Da kann also, ne, das sind mehrere Faktoren am Wirken. Also irgendein Kummer, der hier in der Familie ist, im Haus oder wegen dem Haus, ja, vielleicht ziehst du aus einem Haus aus oder du möchtest hier ein Haus verlassen, was nicht gut ist für dich. Das kann natürlich auch sein. Ein Haus oder ein privates Umfeld, was dir hier einfach nicht gut tut, möchtest du verlassen oder sollst du verlassen? Das kann natürlich auch gut sein. Wobei ich muss ganz klar dazu sagen, ich habe hier keinen Umzug liegen. Okay? Und bevor ich das wieder so rein spreche, muss ich mal schauen. Nee, da ist eine Stagnation. Also ein Umzug kann Thema sein, aber da ist eben die Stagnation dabei. Also es ist aktuell kein Umzug, aber es könnte ein Umzug im Raum stehen von einem Gegenüber. Und da hast du vielleicht auch ein bisschen Kummer. Das ist ebenfalls gut möglich. Wenn ich zwischendrin immer ein bisschen ruhig bin, dann muss ich mal so ein bisschen reinspüren, was hier noch alles so liegt. Denn ich habe hier schon die Investition mit der Fabrik, eine Investition in das Thema Unabhängigkeit, Selbstständigkeit liegt hier. Kann natürlich auch eine Investition sein, die du in eine Firma tätigst oder in einen Rückzug oder in eine Trennung. Was dir momentan aber alles eher nicht offensichtlich ist.
was dir nicht bewusst ist, ja, welche Dinge da noch wirken. Diese Investition in einen Rückzug, in eine Trennung, sagt das Kartenblatt, das wäre hier sehr erfolgversprechend. Denn da kommt ein ganz anderes Gefühl rein. Und zwar, also zum einen kann das Gefühl der Einsamkeit dich hier ein bisschen blockieren, die Angst vor der Einsamkeit. Das ist mal eines, was dich hier ein bisschen blockieren könnte, wo du eine Herausforderung siehst. Aber das andere, ich sehe hier ein ganz großes Potenzial, wenn du die Lösung, diesen Weg, diese Überwindung schaffst, in die Selbstverantwortung zu gehen, in die Verantwortung zu gehen, in die Investition zu gehen, dass du irgendetwas selbstständig und alleine machst. Und natürlich kann das hier auch mit dem Chef zusammenhängen, ja? Dass hier wirklich ein neues, großes, irgendwas Neues, Großes auf dich wartet. Eigentlich sage ich jetzt ganz bewusst, ihr Lieben, weil ich habe so den Eindruck, es ist wirklich das Thema, das Alte muss erst losgelassen werden. Und du zögerst noch, das Alte loszulassen, mein lieber Fisch. Und das ist das Problem, weil das Neue kommt erst, wenn du das Alte loslässt. Das ist so. Du musst häufig erst eine Tür schließen, damit wieder neue Türen aufgehen. Das sind auch immer diese kleinen Schritte, die mit einem Neuanfang zu tun haben. Und wenn ich das immer so erzähle, ja, ihr wisst ja, da ist nichts böse gemeint. Ich nehme mich ja in diesen ganzen Gewurschtel auch nicht aus, ja. Also um Gottes Willen, denk nicht, dass ich das besser kann. Ja, in der Umsetzung, es ist einfach schwierig. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Und auch als Kartenlegerin, wenn mir sowas gezeigt wird bei mir, dann könntet ihr mal Mäuschen sein, ihr würdet euch kaputt lachen. Ich sag's euch. Wie ich dann schimpf. Also, hier sind noch ein paar Sachen loszulassen. Auch das Thema, ich bekomme hier noch so mit der Hand. Die Hand liegt in deinem Haus, mein lieber Fisch. Und die Hand. Da geht es, wie gesagt, um 3 bis 5 Dinge. Deswegen kommt mir jetzt einiges dazu. Das sind Schuldzuweisungen, vielleicht tatsächlich bei dem einen oder anderen. Das sind Schuldgefühle, warum auch immer. Es kann auch sein, dass du 3 bis 4 Leuten gegenüber Schuldgefühle hast, ja? Es sind Dinge, die du dir anschauen darfst, Bilanz ziehen, was mit dem Thema Familie, Haus, aber auch mit dem Thema eine feste Basis haben. Und diese feste Basis ist gerade aktuell nicht da, mit dem Sarg im eigenen Haus, mit dem Sarg hier. Also es geht so ein bisschen darum, sich eine andere, neue Basis aufzubauen. Ich bekomme hier noch ein Tarot gerade rein, und zwar die 8. Kelche, wo du aus einer Situation weggehst, eine Situation, die aber nicht unbedingt schlecht ist. Ja, das bekomme ich hier gerade auch so rein. Du gehst hier aus etwas weg oder möchtest aus etwas weggehen, was nicht schlecht ist, was dich aber einfach nicht mehr erfüllt. Und dir nicht mehr das gibt und den Sinn und Zweck siehst du gerade nicht mehr. Das Ziel ist momentan
aktiv zu werden, Wünsche nach außen zu bringen, Wünsche zu äußern, wäre das Ziel. Und es kann hier auch sein, dass ein Gegenüber hier einen Kummer hat. Also ich habe das bei euch beiden, ja. Also du schaust hier auf eine, du möchtest in irgendetwas, was dir am Herzen, also dein Gegenüber, sorry, nicht du, sondern dein Gegenüber möchte an etwas in etwas investieren, woran sein Herz hängt. Das kann eine Firma sein, das kann eine Investition in die Eigenständigkeit sein, das kann eine Investition in eine Trennung, in einen Rückzug in eine Firma oder Behörde sein. Im Thema Selbstständigkeit zum Beispiel, Thema Selbstständigkeit auf beruflicher Ebene, Thema Selbstständigkeit auch auf privater Ebene, ja, Eigenständigkeit, Unabhängigkeit, sich von familiären Konstrukten unabhängig machen, kann hier ebenfalls angezeigt sein. Und hier ist in Kürze eine Nachricht, die mit dem Thema Arbeit zu tun hat, die von weiter weg kommt, bei dem einen oder anderen vielleicht tatsächlich auch aus dem Ausland, dass da ganz überraschend eine Nachricht kommt, eine berufliche Chance, ein berufliches Angebot, mit dem dieses Gegenüber hier überhaupt nicht rechnet, ja, und dann natürlich in der Thematik ist, etwas zu verändern. Aber ich habe den Eindruck, dieses Gegenüber bekommt dann einen ganz neuen Impuls. Ja, einen komplett neuen Impuls, eine richtige Chance auf einen plötzlichen Neuanfang. Und da geht es dann aber auch wieder darum, traut er sich das? Traut er sich das zu? Ja? Und das ist etwas, von dem du noch nichts weißt, mein lieber Fisch. Und ich würde sagen, ich bin jetzt richtig neugierig, ganz ehrlich. Ich freue mich mega auf die Erweiterung. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen in die Erweiterung. Wenn du möchtest, folge mir gerne. Unten ist der Link, du wirst automatisch weitergeleitet. Und wir schauen uns jetzt das Thema an. Für alle die, die nicht mitgehen wollen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du hier warst, dass du zugeschaut hast. Freue mich, wenn du bei der nächsten YouTube-Legung wieder dabei bist. Und ja, wünsche euch einen fantastischen September. Lasst mir gerne einen Kommentar da, da freue ich mich immer. Gerade wenn er auch sehr nett ist, freue ich mich ganz toll darüber. Und ja, ich hoffe bis gleich. Ansonsten gerne bis bald. Tschüss!